fliegende Ohren, hängende Zungen und eine Menge Spaß am Laufen. Die Damen und Herren von den Flyball Junkies Oberfranken holen den Titel. Und das natürlich mit dem besten Freund des Menschen, dem Hund. Flyball ist eine Hundesportart, eigentlich fast wie ein Staffellauf. Also es sind vier Hunde, die am Start stehen, die laufen durch eine Lichtschranke über vier Hürden, holen sich dann den Ball an der Flyballbox, also der erste Hund erstmal, dann kommt der zweite in die Bahn, dann der dritte, dann der vierte und das Ganze auf Zeit gegen eine andere Mannschaft. Sie rasen mit einer Geschwindigkeit über den Parcours, da kann einem fast schwindlig werden. Tier und Mensch müssen eine Einheit bilden. Das erfordert hartes und langes Training. Teilnehmen können alle Hunderassen. Es sollte schon natürlich Hunde sein, die gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die auch den Ball mögen, gerne apportieren. Man kann es ihnen aber auch beibringen, wenn sie es jetzt mal nicht so gern mögen. Auf jeden Fall kann es theoretisch jeder Hund machen, der eben fit und gesund ist. Man sieht zum Beispiel ganz oft auch die Border Collies, weil die einfach sehr triebstark sind. Man sieht aber auch sehr oft Mixe, Whippet-Mixe, also Windhund-Mixe, weil die eben einfach auch das Tempo auf die Bahn bringen. Das ist ganz klar, es geht auf Zeit. Also sowas, so eine Mischung davon, sage ich mal, das sind die Hunde, die jetzt aktuell in dem Sport oben mitlaufen. Und am Ende steht der Sieg in der ersten Division. Die Freude ist groß. Alles hat funktioniert, die Staffelläufe wurden aber nicht ganz ohne Probleme gemeistert. Das heute war halt schwierig, auch mit der Hitze, mit dem ganzen Drum und Dran. Wir waren ja auch mit der ganzen Organisation hier zu tun. Und von daher hat man viel um die Ohren. Und dann sich noch auf die ganzen Starts konzentrieren, auf die ganzen Wechsel von den anderen, das macht dann schon einen richtig zu schaffen. Trotzdem, am Ende winkt der Titel. Unsere erste Mannschaft, die Flyball Junkies, die sind Deutscher Meister gerade eben geworden. Ja, mit einem, ja, wie soll ich sagen, Rentner sogar im Team, der gerade eben sein letztes Turnier hatte und nochmal den deutschen Titel schnell geholt hat. Und nach der Meisterschaft feiern alle zusammen eine gelungene Veranstaltung. Wir freuen uns schon auf die nächsten Titel der Flyball Junkies aus Emtmannsberg bei Bayreuth. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.